bin Josephine Fügner von der Firma WeConnect. Ich bin hier live auf der Smart VariantCon 2016, dem Leitevent zu Variantenmanagement und Komplexitätsmanagement. Bei mir ist Dr. Franz Josef Zeller von der Firma Giesecke und Devrient. Würden Sie sich bitte zunächst kurz vorstellen und uns auch erläutern, was Ihre Firma macht? Ja, unsere Firma ist ein Sicherheitsunternehmen, beheimatet in München, das im Wesentlichen drei große Steinbeine hat. Alles, was mit Banknoten zu tun hat, beginnend von der Papierherstellung über den Banknotendruck bis zur Banknotenbearbeitung, also Lösungen für den Kunden, klassischerweise für Zentralbanken, kommerziellen Kunden herzustellen. Ein wesentlicher Standpunkt. Der zweite ist der Bereich Mobile Security, ist ein Bereich, der klassisch kommend von der Telekommunikationskarte, von der Zahlungsverkehrskarte kommt und zwischenzeitlich sich weiterentwickelt hat in Serverlösungen, Software, Hardware für den Zahlungsverkehr, für die Telekommunikation und für sichere Authentisierung. Und der dritte Bereich ist der Bereich Government Solutions, also Lösungen, die immer mit ID-Karten, mit Pässen, mit Border-Control-Systemen zu tun haben. Und ich selber komme aus dem Bereich Banknote. Ihre Kunden sind also Banken, öffentliche Behörden, Mobilfunkanbieter? Genau, Mobilfunk, okay. Das ist ganz typische, klassische Kunden, zwischenzeitlich auch im Bereich Industrie 4.0, weil natürlich die Sicherheit ein sehr hoher, wesentlicher Aspekt in Zukunft auch spielen wird. Und das sind große Wachstumsfelder. Sie sind weltweit für das technische Produktmanagement tätig. Was sind dabei die globalen Herausforderungen für das Produktmanagement? Also die globale Herausforderung für uns ist, hier die richtige Definition der Varianten, der Strukturen auch zu finden, so dass wir aus Baukästen unsere Produkte richtig zusammenstellen können und auf der einen Seite den Kunden optimal zu bedienen mit den Produkten, Produktlösungen, die er benötigt, aber auf der anderen Seite unsere interne Komplexität auch zu handhaben, weil wir in bestimmten Bereichen, jetzt gerade wo ich herkomme, sehr langlebende Produkte haben, die über 10, 15 Jahre hergestellt und verkauft werden. Also sehr lange Produktlebenszyklen und man damit auch sehr stark darauf achten muss, wie viel Varianz und Option lässt man zu, weil es natürlich über den ganzen Lebenszyklus auch gepflegt und unterstützt werden muss. Sie sind ja hier, um eine Case Study zu halten und da stellen Sie auch die Frage, wie kommen wir auf den Gipfel? Hilft Ihnen dabei der Value Release Plan und was beinhaltet der eigentlich genau? Also der Value Release Plan hilft uns an der Stelle sehr gut, weil er einfach eine klare Marschroute für uns gibt, wie wir diesen Weg auch gehen wollen. Also klassischerweise, wie man auch einen Gipfel besteigen will, man hat einen Plan, wie man geht. Und Startpunkt für uns war jetzt einfach mal an dem bestehenden Produktportfolio, das mal uns anzuschauen, zu definieren, was müssen wir da verändern, was müssen wir mit neuen Produkten, die dazukommen, verändern. Wie gehen wir da, dass dann, wie schaut so eine optimale Struktur aus und dann in die Implementierung zu gehen und dann die wesentlichen Punkte danach heißt einfach, wenn ich sowas geschaffen habe, wie stelle ich das sicher, dass das nachhaltig auch so bleibt, dass ich auf dem Weg gehe und final der Punkt, wo ich drauf schauen muss, wie das mit der Strategie, Technologie dann zusammenpasst, also was habe ich in 4, 5 Jahren vor, wie passt das zusammen, wie schaffe ich da die richtigen, korrekten Strukturen dafür. Was ist denn Ihr Geheimrezept dafür, um noch eine gute Balance zwischen Herstellbarkeit und Produktvielfalt zu erreichen? Ja, für uns ist es wesentlich, da auch in die Strukturen reinzuschauen, speziell in diese integrierten Produktstrukturen und dann im Einzelfall einfach die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das kann auch von der Kundenseite getrieben, das kann aber auch von der Kostenseite getrieben zu sein, wo man sagt, brauche ich hier eine spezielle Lösung einfach aus einer Herstellkostensicht für die Kunden oder kann ich da in einen Baukasten, in eine Standardisierung gehen. Das ist einfach eine Einzelfallentscheidung, welchen Weg ich da gehen werde. Sie sprechen schon die Kosten an. Sehen Sie denn, dass es auch so, dass Komplexitätskosten im Vergleich zu anderen ja relativ gering sind? Ich würde mal sagen, das kommt natürlich darauf an, wenn ich jetzt gar nicht auf Baukiste oder die Modellisierung gehe, dann wäre ich mir über die Zeit, wenn die große Vielfalt, wäre ich mich irgendwann tot machen über die Komplexität, die ich da schaffe. Wenn ich es richtig mache und hier die richtige Lösung finde, dann kann ich es natürlich deutlich reduzieren. Das ist eigentlich der Treiber. Ist aber sehr schwer, oft diese Kosten darzustellen und damit das Commitment aus dem oberen Management dafür zu bekommen. Was denken Sie denn, welche Entwicklungen das Thema Variantenmanagement in Ihrer Branche am meisten beeinflussen werden? Ich denke immer noch stark das Thema Plattform, Baukästen, wie wir da gehen, wie man das gehen kann, wie man das zusammensetzt und natürlich einfach eine gewisse Standardisierung, die man dadurch erreicht, auch Standardisierung beim Kunden. Weil damit werden seine Prozesse, seine Abläufe effizienter und wenn wir das schaffen, gewinnen wir einfach zusammen mit dem Kunden und das ist die ideale Lösung. Wie ist denn Ihre Vision von der Produktstruktur bei Giesecke und Devrient?
Also die Vision ist, ich sag mal, dass wir einen Weg gefunden haben, kontinuierlich an dem dran zu bleiben, das immer wieder zusammenzustehen, das mit der Strategie abzugleichen, also dass wir am Ende auch sagen können, okay, das ist der richtige Weg vorwärts für uns, sowohl in dem Jetzt und Heute als auch dann in 4, 5 Jahren, was da die Gedanken dazu sind, dass diese Welt optimal zusammenpasst. Wie hat Ihnen denn die Konferenz bisher gefallen? Mir hat sie bisher sehr gut gefallen, weil es, glaube ich, ein sehr guter Austausch von ganz verschiedenen Disziplinen ist. Und auch, glaube ich, viele Branchen, da sind auch viele Vertreter mit ganz unterschiedlichen Sichten und Interessen. Und ich bin jetzt gespannt, was da noch weiterkommt, weil ich gestern Abend leider an der Dinner-Session nicht teilnehmen konnte. Dann hoffe ich mal, dass Sie noch viel Erfolg haben werden auf der Konferenz und gute Ideen sammeln. Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit und noch viel Erfolg. Danke.